Mahlzeit, willkommen. Diesmal ein Video aus dem Zoo in Hannover. Ein Erlebniszoo. Ride Review. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und dem kleinen Air Impressions Video zum Zoo Hannover beziehungsweise seit 1996 dem Erlebniszoo Hannover. Am 4. Mai 1865 eröffnete der Zoo Hannover und hat eine Größe von 22 Hektar und beschäftigt 400 Mitarbeiter. Die 1,2 Millionen Besucher pro Jahr können ca. 2200 Tiere in über 200 verschiedenen Arten bestaunen und die Aufnahmen, die ich euch gleich zeige, sind von Anfang 2013 und das ist in der Wintereröffnung. Lasse ich ein ausführliches Review weg, da auch hier die Bootsfahrt jetzt fehlt und zeige euch gleich am Ende nur einige Aufnahmen. Der Zoo Hannover lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Super geil gestaltet, richtig geil thematisiert, alles thematisiert, sieht richtig geil aus und es gibt viele sehr stylische Themenbereiche. Zum Beispiel den Bereich Sambesi, das ist Afrika, mit Löwen, Giraffen, Pelikanen und vielen anderen Tieren. Kimbongo ist dann der Bereich mit sämtlichen Affenarten wie Gorillas, Orang-Utans und allen möglichen. Sehr geil, sehr stylisch. Oder auch Yukon Bay, das ist der Kanada-Bereich, der für meinen Geschmack der am besten getroffene ist. Und das Beeindruckendste ist einfach dieses riesige Schiff rund um das Eisbärengehege und den damit integrierten Robben und Pinguinen. Und ja, ihr werdet es im Video gleich sehen, das ist super flächig. In dem Schiff selber sind die Bodenplatten teilweise super schief angeordnet und durch die Wellen, die man sieht, hat man wirklich fast das Gefühl, auf einem richtigen Schiff zu sein. In diesem Bereich gibt es aber auch Wölfe, Bisons und andere kanadische Waldtiere und auch vieles anderes mehr. Dschungelpalast, ja, das ist der Indienbereich mit wirklich Palästen und Dschungel. Elefanten, Leoparden und auch wieder Pythons und ja, unzählige Sachen und super geil gestaltet, meiner Meinung nach. Der Bereich Outback mit Beuteltieren und australischen Vögeln und auch wieder sehr vielen anderen Arten. Mullewapp ist dann der Kinderbereich und Streichelzoo und ja, Kleintiere. Und dann gibt es auch noch zu guter Letzt den Meierhof, das ist dann ein Bauernhof mit bauernhoftypischen Tieren. Und einigen originalgetreu nachgebauten Fachwerkhäusern, die den verschiedenen Epochen regional nachempfunden sind. Ja, auf jeden Fall checkt das Video und wenn ihr Bock habt, fahrt mal in den Zoo Hannover. Sehr cool, hat uns super gut gefallen. Und das war's von mir, euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr seid die Coolsten und ich bin raus. Peace. Thank you.
Fragen gestellt haben. Thank you.
Milchkuchen.